Käfer, Elefant, Kamele. Wie viele Kamele haben wir eigentlich schon? Die haben sich ja doch vermehrt, ne? Ach, könnt ihr euch noch dran erinnern? Das ist schon so lange her, dass wir hier dieses Gehege gebaut haben. Was sind denn die Kamele? Ah, hier. So, wenn man jetzt hier so steht, als Kamel im Gehege, hat man doch einen schönen Blick. Da hinten, Karaoke-Bar. Riesenrad. Das sind ein paar größere Häuser, da ist das Museum. Nee, Quatsch, das Museum ist hier, da ist das Haus auf dem Bahnhof. Ja, ich glaube, das reicht erstmal hier. Das heißt, wir müssen nochmal hier doch mal unseren gucken wir doch mal hier unsere Bahn an. Wie das dann aussieht, wenn sie denn fährt, meine lieben Minecraft-Freunde, die Macht der Gewohnheit, meine lieben Rollercoaster-Freunde, würde das Ding denn mal losfahren hier? Ich glaube, das kann man ja auch, ja jetzt fährt er, kann man ja auch einstellen, so, Höchstwartezeit. Machen wir mal 40 Sekunden, das reicht aus. So, dann können wir nämlich hier unser Ding dann auch mal angucken. So, da sind wir. Hier geht die Bahn. Oh, Vorsicht mit den Füßen. Jawohl, wunderbar. Da sind wir hoch genug. Das ist knapp. Da sind wir im Geäst gewesen. So, auch hier die Zuckerkiefer, ja, da geht gerade noch. Also der Sessellift ist schon mal schön, will bloß keiner mitfahren, aber das macht ja nichts. Gut, dann können wir da uns hier mal auslocken. Ich gucke nochmal hier nach der Bahn, wie das jetzt aussieht, wenn wir da die Bäumchen drin haben. Ja, das ist doch dann wesentlich schöner. Bisschen Dekoration ist immer was Feines. So, mal gucken, ob wir noch eine Runde fahren hier. Nee, fahren wir nicht. Okay, liebe Leute, das war's heute. Mit Rollercoaster Tycoon 3, diese Aufnahme auch vom Heiligabend. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir hatten also, was haben wir gemacht? Wir haben hier weiter ausdekoriert, auch den Lift da haben wir gemacht. Kann man gerade noch so sehen. Aufzug. Wir haben hier im Berg. Ja, man sieht das alles gar nicht, was wir gemacht haben. Das ist eigentlich das Schöne, wenn man das nicht sieht, was man hier geschaffen hat. Wenn das also schön versteckt ist und sich so einfügt in die Landschaft. Wir haben hier einen Sessellift gebaut. Wir haben da hinten... Die leiden alle so ein bisschen an irgendeiner... Alle nervös hier, hypernervös. Na, wie heißt das? Wollen gern fahren, können nicht, weil die Ampeln auf Rot sind. Warten auch schon die nächsten. Ah. Alle aussteigen und jetzt geht's gleich wieder ab. Ich bleib mal hier sitzen und
guck noch mal zu, eine Runde. Wir müssen ja dann noch mal. So, werden wir denn voll? Na, wie heißt du denn? Hey, was geht los? Umdrehen. So. Ja, das wäre doch auch mal schön, so eine Doppeldeckerbahn hier im wirklichen Formel-1-Geschäft zu haben. Ah ja, jetzt mit den Bäumchen und so, sieht doch das richtig schick aus. Ja, das war die heutige Aufnahmesession hier bei Rollercoaster Tycoon 3, liebe Leute. Ich wünsche euch alles Gute und wenn die Aufnahme jetzt kommt, ist das neue Jahr schon angefangen, deswegen brauche ich euch kein frohes Neues. Oder doch, ich wünsche euch ein frohes Neues Jahr. Auch hier in diesem Let's Play. Hier gibt es zwar kein Feuerwerk, aber ja, hier könnte man auch noch was hinbauen. Aber gut, da haben wir noch Platz.